Willkommen zum Einführungsvideo des Spanischkurs vom Language Radio. Du würdest gerne Spanisch sprechen und bist Anfänger. Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Wir machen dich fit, so dass du schon bald einen Smalltalk auf Spanisch führen kannst. Schauen wir uns an, wie der Kurs aufgebaut ist. Der Kurs besteht aus vielen einzelnen Lektionen, bei denen immer ein spezielles Thema behandelt wird, wie zum Beispiel Begrüßungen und Verabschiedungen. Zu jeder Lektion gibt es auch immer Übungen, bei denen du dein Wissen testen kannst. Zu Beginn jeder Lektion erfährst du nochmal, was du in dieser Lektion lernen wirst. Am Ende jeder Lektion gibt es nochmal eine Zusammenfassung mit Wörtern und Sätzen, welche du dann können solltest. Da sich der Kurs aktuell noch am Anfang befindet und jede Woche neue Lektionen hinzukommen, bitten wir dich, für die neueste Version immer in der Videobeschreibung zu sehen. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn du uns unterstützen würdest, indem du dem Video einen Daumen nach oben gibst und einen Kommentar hinterlässt. Herzlich willkommen zu dieser Lektion. Nach dieser Lektion wirst du in der Lage sein, jemanden auf Spanisch begrüßen zu können. Wie du dich verabschieden kannst, erfährst du natürlich auch. Am Ende der Lektion haben wir für dich die Wörter und Sätze zusammengefasst, so dass du weißt, worauf es ankommt. Im nächsten Video findest du dann eine Übung zu dieser Lektion. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Dies ist wahrscheinlich die am meisten benutzte Begrüßungsform im Spanischen. Wenn du jemanden damit begrüßt, wirst du somit nicht viel falsch machen. Auf Deutsch heißt das: Hallo, wie geht's? Man antwortet darauf normalerweise mit Bien, gracias, ¿y tú? Bien, gracias, ¿y tú? Auf Deutsch heißt das so viel wie Gut, danke, und dir? Du kannst somit einfach damit antworten, falls dir jemand mit Hola, ¿qué tal? Begrüßt. Nun schauen wir uns weitere Begrüßungen an, wie man im Deutschen am Morgen guten Morgen und am Abend guten Abend sagt. Gibt es im Spanischen hierfür auch Phrasen? Buenos días. Heißt auf Deutsch guten Morgen. Diese Form verwendest du vormittags. Buenas tardes. Heißt auf Deutsch guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Diese Form verwendest du am Nachmittag ab etwa 14 Uhr bis etwa 20 Uhr. Buenas noches. Heißt auf Deutsch guten Abend, beziehungsweise gute Nacht. Diese Form verwendest du abends ab etwa 20 Uhr. Nun bist du schon in der Lage, jemanden auf Spanisch zu begrüßen. Nun lernst du, wie du dich von jemandem verabschieden kannst. Adios. Heißt auf Deutsch: Auf Wiedersehen. Dies ist eine gängige Verabschiedung im Spanischen.
Hasta pronto. Heißt auf Deutsch: Bis bald. Hasta mañana. Heißt auf Deutsch: Bis morgen. Nun wollen wir uns nochmal anschauen, was du in diesem Kapitel gelernt hast. Die folgenden Wörter und Phrasen solltest du nun verstehen. Versuche, die Wörter mitzusprechen. Hallo. Hola. 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 Wie geht's? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gut, danke. ¿Und dir? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Guten Morgen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Guten Tag. Guten Abend. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Guten Abend. Gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Auf Wiedersehen. Adiós. 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 Bis bald. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bis morgen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Du hast die Lektion beendet. Wenn du der Meinung bist, dass du die Wörter und Sätze verstanden hast, kannst du gerne mit der Übung weitermachen. Bist du dir noch etwas unsicher, solltest du dir die Lektion nochmal ansehen. Herzlich willkommen zur ersten Übung zum Thema Begrüßungen und Verabschiedungen. Du hörst nun Wörter und Sätze auf Spanisch. Überlege, wie die Wörter auf Deutsch heißen. Viel Erfolg! Hola. Hallo. ¿Qué tal? Wie geht's? Bien, gracias. ¿Y tú? Gut, danke. ¿Und dir? Buenos días. Guten Morgen. Buenas tardes. Guten Abend. Gute Nacht. Adiós. Auf Wiedersehen. Hasta pronto. Bis bald. Hasta mañana.
Bis morgen. Du hast die erste Übung beendet. Konntest du alle Wörter und Sätze verstehen, kannst du zur nächsten Übung gehen. Bist du dir noch unsicher, solltest du besser die Übung nochmal wiederholen oder dir die Lektion nochmal ansehen. Herzlich willkommen zur zweiten Übung zum Thema Begrüßungen und Verabschiedungen. Du hörst nun Wörter und Sätze auf Deutsch. Überlege, wie die Wörter auf Spanisch heißen. Versuche, die Wörter auszusprechen. Viel Erfolg! Hallo! Hola! Wie geht's? ¿Qué tal? Gut, danke. Und dir? Bien, gracias. ¿Y tú? Guten Morgen. Buenos días. Guten Abend. Gute Nacht. Buenas noches. Auf Wiedersehen. Adiós. Bis bald. Hasta pronto. Bis morgen. Hasta mañana. Du hast die zweite Übung beendet. Wusstest du alle Wörter und Sätze, kannst du gerne zur nächsten Lektion gehen. Bist du dir noch unsicher, solltest du besser die Übung nochmal wiederholen oder dir die Lektion nochmal ansehen.